Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Plakos. Heute reden wir über den Scharfschützen, beziehungsweise wie wird man Scharfschütze? Und das ist ein bisschen komplizierter. Das Video wird aber nicht allzu lange gehen, weil ich kann euch ein bisschen was dazu erzählen. Viele werden aber dann sagen, okay, da muss man sich selber dann informieren. Aber ich werde euch grundlegende Dinge auf jeden Fall erzählen und damit ihr das Wichtigste schon mal wisst. Im Internet ist es sehr schwer herauszufinden, was man genau als Scharfschütze können muss. Ja, keine irgendwie Voraussetzungen, nichts. Ja, man findet es nichts. Man findet aber etwas, und das ist sehr wichtig, finde ich. Das Beste ist eigentlich, wenn ihr schon bei der Bundeswehr seid, dass ihr euch dann für den Scharfschützen interessiert. Solltet ihr jetzt mit der Einstellung, sage ich mal, hingehen, nur zur Bundeswehr zu gehen, um Scharfschütze zu werden, finde ich, sehen viele Leute in Forums genauso, einfach schwachsinnig. Ja, weil das sind diese möchte gern Scharfschützen, ja, und ist nichts Krasses, sag ich jetzt einfach mal. Also wenn ihr wisst, wie ich das ungefähr meine. Es ist so, dass grundsätzlich jeder Soldat, der länger als 4 Jahre bei der Bundeswehr verpflichtet ist, seine laufbahnabhängigen Lehrgänge fertig hat. Ja, das heißt zum Beispiel bei einer ZAW zum Gesundheits- und Krankenpfleger, die ZAW muss beendet sein, also alle Lehrgänge und alle Weiterbildungen, die für deine Laufbahn wichtig sind, müssen auf jeden Fall erstmal abgeschlossen sein. So, und dann hast du die Möglichkeit zu quasi einem Praktikum, ja, oder wohl eher schon gesagt, eine Vorauswahl hinzukommen. Quasi, das ist ein 4-wöchiger Lehrgang, wo du quasi in das Leben oder in diese Aufgabe des Scharfschützen hineinschnupperst und kannst dann danach halt entscheiden, okay, ich mache das oder ich mache das nicht. Das ist etwas, du stoßt an deine Grenzen, körperlich, ja. So weit, wie ich es weiß, gehört zum Einstellungstest ein, ich glaube, 20 Kilometer. Ich gucke lieber noch mal ganz kurz nach, weil das bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, was da gemacht worden ist. Ja, auf jeden Fall ein 20-Kilometer-Lauf. Mit 20 Kilo Gepäck, ja, und dabei musste man dann Aufgaben erfüllen, also während des Laufens noch Aufgaben erfüllen. Und dann danach noch über die Hindernisbahn und das ist schon krass. Also körperlich würde ich sagen, ist der Scharfschütze gar nicht so krass gefordert. Ja? Da sagt jetzt jemand so, da sitzt der, ihr denkt jetzt euch jetzt, puh, ja, der sieht so aus, ist nicht der Dünnste, ne? Und sagt, so körperlich wird man dann nicht gefordert, so, hä? Ich würde sagen, beim Scharfschützen sind es 30% Körperfähigkeit, das heißt Muskeln und so weiter. Und ich weiß gar nicht, habe ich jetzt 30? Ja, egal. 70% ist der Kopf, weil das ist das, was beim Scharfschützen am wichtigsten ist. Es kann ja mal einfach sein, dass ihr wirklich 48 Stunden lang auf einem Fleck liegt, in eine Richtung guckt, ihr dürft nicht einschlafen, ihr dürft nicht weggucken, ja, ihr müsst wirklich haargenau alles im Auge haben. Und ich glaube, das ist das Schwierige, was den Scharfschützen im Endeffekt ausmacht. Ja, weil antrainieren kann man alles. Ja, man kann sich die Ausdauer antrainieren, man kann sich Kraft antrainieren, aber dieses Fokussieren, zielstrebig bleiben, nicht ablenken lassen. Und wenn ich sage, 48 Stunden da zu liegen und ich sag mal in eine Richtung zu gucken, dann gehört auch sein Geschäft, sein Toilettengang in dieser Position zu vollrichten. Das ist kein Spaß. Also, es ist wirklich so. Und das ist auch hundertprozentig so, dass ja. Es klingt komisch, aber es ist einfach so. Das müssen die machen, aber das lernen die auch quasi in ihrer Ausbildung, ja. Ist jetzt ja so bei normalen Soldaten, ist das ja manchmal sogar auch so. Also ich weiß, an meinem Feldwebellehrgang, als wir in der Stellung lagen, wurde auch zu uns gesagt, so hier, wenn ihr pinkeln müsst oder was auch immer, Hose auf, gib ihm, ja. Da wurde nicht gesagt, ja, ihr könnt eure Stellung verlassen. Würde ja in echt auch nicht gehen. Deswegen, ja, immer Echtzeit, echt. Echtzeit, nee, echtzeitnah quasi üben und das ist dann immer noch das Beste. Ja, also, ihr seid bei der Bundeswehr mehr als 4 Jahre verpflichtet, ihr wollt Scharfschütze werden, geht zu eurem Zugführer hin und sagt, Moin, hallo,
ich möchte gerne Scharfschütze werden, dies, das, hast du Möglichkeiten oder haben sie Möglichkeiten? Ja. Gut wäre natürlich, wenn ihr in einer infanteristischen Einheit seid, ja, also sowas wie Gebirgsjäger oder Fallschirmjäger oder was auch immer. Ja, das wäre natürlich dann noch optimal ein Vorteil. Das ist mein Video zum Scharfschütze. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein und ciao.